In diesem Video möchte ich den Webspace beziehen und konfigurieren, den ich eingekauft habe bei meinem Provider. In meinem Fall ist es Metanet und ich möchte nicht dafür werben, aber ich hatte schon ein Abonnement dort. Darum habe ich das gewählt, damit es nicht zu teuer wird. Ich habe eine E-Mail erhalten mit einer Auftragsbestätigung. Es steht auch drin, wie ich mich anmelden kann und was mein Passwort ist. Wenn ich hier auf dieser Webseite auf Login klicke, dann sehe ich zwei Möglichkeiten. Das eine auf der rechten Seite dient dazu, Rechnungen einzusehen, und auf der linken Seite geht es zur Serververwaltung. Das ist getrennt, weil nicht immer die gleiche Person die Rechnung bezahlt wie jene, die den Server verwaltet. Plesk ist der Name des CMS, das zur Serververwaltung verwendet wird. Und ich bin hier bereits angemeldet. Das sieht bei mir so aus. Wenn du bei einem anderen Provider bist, dann wird das komplett anders aussehen. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil du wirst dort die gleichen Möglichkeiten haben. Du musst halt vielleicht ein bisschen suchen, bis du es findest. Jetzt habe ich leider beim Testen bereits einen Schritt gemacht, den ich hier nicht mehr demonstrieren kann, und das ist die Aktivierung der Verschlüsselung. Wenn ich meine Domain eintippe im Browser und es gibt noch keine Verschlüsselung, dann werde ich gewarnt: Achtung, diese Website ist nicht vertrauenswürdig. Und um diese Warnung wegzubringen, muss ich hier in der Serververwaltung ein SSL-Zertifikat aktivieren. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist irgendeine Datei, wo drin steht, dass man zertifiziert ist. Und es gibt einen Drittanbieter namens Let's Encrypt, der solche Zertifikate gratis zur Verfügung stellt. Und das musst du finden. Entweder heißt es Let's Encrypt oder es heißt SSL irgendetwas. Und dort musst du eine E-Mail-Adresse hinterlegen und sagen, was alles verschlüsselt werden soll. Du kannst nur die Domain verschlüsseln oder du kannst auch Subdomains wie zum Beispiel Webmail, dein Domainname oder andere verschlüsseln. Und ich habe jetzt hier auf alles ausgewählt und gesagt, ich möchte das verschlüsseln, und das hat dann etwa 2 Minuten gedauert, weil bestimmte Skripte auf dem Server ausgeführt werden müssen und das muss heruntergeladen werden und installiert, und dann hat es aber nach 2-3 Minuten geklappt. Also dieser Schritt, den habe ich bereits erledigt, und was mich jetzt interessiert, ist die Frage, wo liegt das HTML-Dokument, das hier angezeigt wird, wenn ich auf diese Domain komme in meinem Browser. Dieser Ordner, das wird als Root Directory bezeichnet, als Wurzelordner, und mit Wurzel ist gemeint, dass das der unterste Einstiegspunkt, der Ordner ist, der mit dem Web verbunden ist. Und es ist ein einziger Ordner auf dem Server, jetzt für diese Domain, den muss ich finden. Jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Ich werde FTP-Zugang anklicken. FTP steht für File Transfer Protocol, und damit möchte ich einrichten, dass ich mit einer Software Daten von meinem Computer auf den Server verschieben kann. Und dort werde ich auch herausfinden, in welchen Ordner diese Dateien hinein müssen, damit sie im Web zugänglich sind. Ich klicke das an und sehe dann FTP-Konten. Also es gibt die Möglichkeit, verschiedene Konten einzurichten, so dass ich zum Beispiel meinen Server so konfigurieren kann, dass verschiedene Leute mit verschiedenen Zugängen unabhängig voneinander Daten auf den Server verschieben können oder vom Server ziehen können. Es ist dann auch möglich zu sagen, dass die nicht in die gleichen Ordner hinein dürfen, zum Beispiel. Aber ich brauche hier einfach diesen Zugang, der bereits da ist, und dann brauche ich ein Passwort, das ich jetzt generieren und anzeigen werde, und später werde ich das ändern.
damit du nicht bei mir auf den Server kommst. Und dann sage ich OK. Jetzt habe ich dieses Passwort hoffentlich. Ja, ich habe es in der Zwischenablage. Und dann gibt es noch andere Informationen, die ich brauche, damit ich diese Verbindung herstellen kann. Dazu gehe ich auf Google und ich suche, ob es bei meinem Provider irgendein Dokument gibt, das mir dabei hilft. Es gibt einen Trick hier, ich kann sagen site://metanet.ch, dann wird nur diese Domäne durchsucht und dann sage ich FTP verbinden. Und dann ist der erste Eintrag, heißt FTP Programm einrichten und Webdaten hochladen. Also dieses site://, das ist noch nützlich, weil dann nur eine bestimmte Adresse von Google durchsucht wird und ich hier nicht irgendwelchen anderen Müll vorgeschlagen kriege. Ich klicke hier auf diesen Link und komme dann auf die Supportseiten bei Metanet und da heißt es FTP Programm einrichten und Webdaten hochladen. Jetzt FTP, das ist die Methode, wie von meinem Computer Daten auf den Server kommen und umgekehrt, also Dateien kopieren, löschen. Dazu brauche ich eine Software. Und die Software, die ich verwende, die heißt CyberDuck. Es gibt auch andere. Hier wird FileZilla oder SmartFTP vorgeschlagen. Und vielleicht hast du noch mal etwas anderes. Fetch oder Transit sind solche Programme. Und hier habe ich bereits eine Verbindung zu einem anderen Server. Und um eine neue einzurichten, klicke ich hier auf das Plus. Und bequemerweise steht hier alles schon drin, was ich vorher getestet habe. Um es kurz zu erklären, das sind Dinge, die ich nicht auswendig kann, sondern ich bin hier auf die Anleitung meines Providers angewiesen. Und jeder Provider muss das erklären, weil das ist so etwas Fundamentales, das ganz häufig gebraucht wird. Also ich muss herausfinden, welche Angaben ich brauche. Hier heißt es Servername, Benutzer- und Passwortinformationen. Und dann muss ich wissen, welche Art der Verbindung gefragt ist. Und hier steht zum Beispiel, das ist ein Screenshot von FileZilla wahrscheinlich, hier steht Verschlüsselung explizites FTP über TLS erfordern. Und irgendwie so etwas muss ich einstellen bei meiner Software. Und hier heißt es Servername und Port, das ist die Hausnummer, wenn du so willst. Auf dem Server gibt es verschiedene Möglichkeiten reinzukommen, verschiedene Adressen und wir brauchen Adresse 21. Und das trage ich dann hier in CyberDuck oder welche Software auch immer verwendet wird, trage ich das ein. Der Servername, den kann ich herausfinden jetzt zum Beispiel, indem ich bei der Serververwaltung nachschaue, wie die Adresse heißt. Häufig steht es aber auch im Mail drin, im ersten Mail, das du kriegst, nachdem dass das eingerichtet wurde, wo drin steht, wie du dich einwählen kannst. Also das ist der Servername, das ist der Name der Verbindung, das ist egal, das muss ich einfach selber lesen können. Der Port ist die Hausnummer. Der Benutzername, den habe ich vorhin nachgeschlagen und hier kommt das Passwort rein und bei Pfad schreibe ich jetzt mal noch nichts rein. Download-Ordner ist, wohin kommen Daten, die ich per FTP herunterlade. Downloads, das ist ein gutes Ziel. Diese erweiterten Optionen, die sind wahrscheinlich standardmäßig ausgeblendet, die kannst du so einblenden. Okay, dann klicke ich auf den roten Knopf, das ist meine Verbindung und wenn ich das jetzt doppelklicke, dann verbindet sich das Ding. Jetzt, das ist der unterste Ordner auf dem Server, auf den ich als User bei meinem Provider Zugriff habe. Und jetzt muss ich herausfinden, wo liegen die Daten, die unter der Domain tofu-tofu verfügbar sind. Und ich sehe es hier, Website unter tofu-tofu.
Und es wird auch eine Möglichkeit geben, das zu ändern. Also es müsste eine Möglichkeit geben, diesen Ordner zu ändern. Und da schaue ich mal hier irgendwo Hosting-Einstellungen. Wahrscheinlich ist es das. Hosting-Zugang. Da ist auch nochmal Hosting-Einstellungen. Also wahrscheinlich ist es das, wenn ich das anklicke. Genau, dann sehe ich hier die Domäne. Und das ist der Dokumentenstamm. Und da steht jetzt tofu-tofu. Und hier könnte ich auch einen anderen Ordner wählen. Also wenn ich zurück in CyberDuck gehe, dann sehe ich diese Ordner und irgendwo ist dieser Tofu-Tofu-Ordner. Wenn ich den aufklappe, dann sehe ich hier einen Ordner namens CGI-BIM und einen Ordner namens index.html. Und ziemlich sicher ist das das HTML-Dokument, das angezeigt wird, wenn ich im Browser auf meine Domain navigiere. Jetzt, bevor ich hier weitermache, gehe ich nochmal zurück, wähle meine Verbindung aus und gehe auf den Bleistift, um das zu bearbeiten und wähle hier einen Pfad und sage Schrägstrich Tofu, Bindestrich Tofu. Das heißt, ich möchte, dass wenn sich CyberDuck, meine FTP-Software, wenn sich die verbindet, dann soll sie direkt diesen Pfad hier, diesen Ordner öffnen, so dass ich nicht jedes Mal den Ordner suchen muss. Und wenn ich das jetzt doppelklicke, dann bin ich direkt in diesem Ordner drin. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich vorgehen kann. Zum Beispiel kann ich falsch. Ich kann in den Finder wechseln und dort in meinen Downloads-Ordner, der schön leer ist, weil ich alle meine Downloads in einen neuen Ordner hineingetan habe. Das sind sehr viele. Und jetzt kann ich hier mit Drag and Drop zum Beispiel diese Datei dort hineinziehen. Und dann kann ich das anschauen, hier mit der Vorschau Hello World. Und zumindest dies gleicht schon dem, was ich im Browser sehe. Und jetzt könnte ich zum Beispiel diese Datei öffnen mit Visual Studio Code, wenn ich es denn finde. Alles löschen. Das ist ein bisschen langsam heute. Ausrufezeichen Kürzel. Sowas herstellen und dann irgendetwas hineinschreiben, das wieder schließen und dann ziehe ich das wieder zurück in meinen Client hinein. Und dann fragt es mich, hallo, da gibt es schon eine Datei, die heißt gleich, möchtest du das überschreiben? Und dann sage ich ja, fortfahren. Und jetzt ist diese Datei ersetzt worden. Und wenn ich es im Browser neu lade, sehe ich das neue Dokument. Also das ist ganz grob der Workflow mit einer FTP-Software. Und dazu ist zu sagen, dass das sehr fehleranfällig ist. Wenn es Unterbrüche in der Verbindung gibt, kann es sein, dass der Datentransfer unvollständig gemacht wird, dann ist ein Dokument plötzlich leer oder ganz kaputt und kann nicht mehr geöffnet werden. Also auf diese Art und Weise können Daten verloren gehen. Darum ist hier Vorsicht geboten. Also was zum Beispiel nicht empfehlenswert ist, ist hier einen Rechtsklick auf die Datei zu machen und zu sagen, ich möchte es bearbeiten mit, und dann kannst du es direkt auf dem Server bearbeiten. Also was
Du wirst es nicht direkt auf dem Server bearbeiten, sondern CyberDuck wird eine temporäre Datei herunterladen und irgendwo lokal speichern. Wir wissen nicht wo. Und wenn du es dann bearbeitest und abspeicherst, dann wird CyberDuck das wieder hochspielen. Aber ich habe so schon Daten verloren und das würde ich wirklich nicht empfehlen. Also sicherheitshalber die Daten immer komplett herunterladen und dann neu hochladen. So, jetzt beende ich dieses Video nicht, sondern mache gleich den nächsten Schritt, nämlich versuche ich jetzt anstelle dieses einen Dokuments wirklich ein Content-Management-System hier auf den Server zu stellen. Und dazu öffne ich hier eine neue Seite und gehe zur Adresse getkirby.com. Kirby ist ein Content-Management-System, das in Deutschland entwickelt wird. Es ist recht weit verbreitet, es kann sehr viel, es ist einfach zu verstehen, also ist für Einsteiger geeignet. Es ist gut dokumentiert, es gibt auf YouTube Videos, die ich dir sehr ans Herzen legen würde. Ich werde hier auch nicht alles erklären, weil es viel besser ist, wenn du diese Videos direkt anschaust. Es ist möglich, innerhalb von ein, zwei Stunden hier dich einzuarbeiten, so dass du verstehst, um was es geht. Darum werde ich das nicht speziell behandeln. Dieses Content-Management-System kommt ohne Datenbank aus. Das heißt, es fällt ein Installationsschritt, der üblicherweise anfällt auf dem Server, der fällt weg. Datenbanken installieren, das ist nicht ganz ohne, wenn man das noch nie gemacht hat und wenn es nicht nötig ist, dann umso besser. Also das erlaubt mir auch hier den Ball etwas flach zu halten. Das CMS kostet etwas, nämlich etwa 100 Franken oder Euro. Und wenn du es für kommerzielle Zwecke einsetzen möchtest, dann musst du das einkaufen. Aber jetzt so für Testzwecke kannst du ohne etwas zu bezahlen damit arbeiten. Es gibt Content-Management-Systeme, die Open Source sind, die nichts kosten. Aber es gibt immer mehr, wo ein kleiner Beitrag fällig wird, zum Beispiel auch beim Craft-CMS, das ich auch sehr empfehlen kann. Das kostet auch irgendwas um die 200-300 Franken und das lohnt sich, das auszugeben, auch weil du dann die Möglichkeit hast, legitim Support anzufordern, wenn du es brauchst. Okay, jetzt gehe ich hier auf Docs und Guide. Und auf Get Up and Running und Download and Installation. Und dort gibt es zwei Möglichkeiten, nämlich das Starter Kit und das Plain Kit. Das Plain Kit ist das CMS ohne Blindtext, ohne Fotos, ohne Templates. Da ist nur das Nötigste dabei und das ist quasi die grüne Wiese, wo du etwas komplett neu beginnen kannst. Das werden wir in einem nächsten Schritt anschauen, aber jetzt nehme ich das Starter Kit. Das ist ein CMS mit Blindtext und Fotos, sieht schon aus wie eine fertige Website und das ist ideal, um das mal zu testen. Da klicke ich auf den Download-Button und dann ist das in meinem Download-Ordner. Und ich werde das jetzt nicht sofort auf den Server verschieben, sondern ich werde im Terminal in den Downloads-Ordner navigieren, in diesen Ordner, den ich jetzt heruntergeladen habe, um zuerst versuchen, das hier lokal zum Laufen zu bringen. Und um das vielleicht zu zeigen, es gibt auf YouTube einen Kirby-Kanal. Und dort gibt es ein Einstiegsvideo, das dauert 5 Minuten und das kannst du angucken und dann vielleicht sogar mit dieses Video pausieren, dann kannst du die Schritte nachvollziehen, die ich jetzt mache. Also es geht darum, dass Kirby hier bei mir auf dem Rechner laufen soll und so tut, wie wenn es eine Website wäre, so also, dass ich im Browser mit einer Adresse auf diese Website komme, ohne dass die Website tatsächlich auf dem Server liegt.
Dazu brauche ich ein Finder-Fenster, das ist mein Downloads-Ordner. Ich klicke hier auf dieses ZIP, das ich heruntergeladen habe. Das ZIP kann ich nachher löschen. Und das hier ist dieser Kirby-Ordner. Im Terminal schreibe ich CD für Change Directory. Ziehe diesen Ordner hier hinein, dann füllt es mir den Pfad aus, klicke auf, drücke die Enter-Taste und bin dann in diesem Ordner drin. Jetzt kann ich mit dem Kommando ls mir eine Liste angeben lassen. Das sind diese Dateien, die ich auch hier im Finder sehe. Vollständigkeitshalber schreibe ich ls-a. Das zeigt auch versteckte Dateien und dann sehe ich, dass es hier zum Beispiel diese htaccess-Datei gibt. Ich kann das auch im Finder mit Kommando Shift Punkt anzeigen lassen, dann sehe ich versteckte Dateien. Und das ist nicht weiter wichtig, außer diese htaccess-Datei, die braucht es vielleicht, damit das korrekt läuft. Das ist eine Konfigurationsdatei für Apache Server. Apache ist eine Server-Software und ich bin nicht ganz sicher, ob bei Metanet Apache oder Nginx läuft, aber vielleicht muss ich dann darauf achten, dass diese Datei beim Transfer mitkommt. Gut, jetzt bin ich in diesem Ordner drin und wie im Video von Kirby demonstriert, tippe ich php-s, das startet einen die PHP-Software, die im Zusammenhang mit der PHP-Programmiersprache steht. Und es startet sie als virtuellen Server. Dieses minus S sorgt dafür. Und dann muss ich eine Adresse angeben, localhost. Localhost, so nimmt sich mein Rechner selber wahr oder findet sich mein Rechner im Netz. Und dann muss ich noch eine Adresse angeben, zum Beispiel 4000. Und das ist dann wie die Hausnummer im Dorf, das mein Rechner ist. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann wird dieser Server gestartet. Und das läuft dann hier in der Konsole. Jedes Mal, wenn ich diese Seite aufrufe oder einen Reload mache, dann werde ich hier eine Art Protokoll sehen. Das lasse ich hier einfach so lange laufen, wie ich damit arbeiten möchte. Und jetzt versuche ich diese Adresse zu finden. Localhost 4000. Und sehe hier diese Kirby-Website. Das ist hier alles schwarz, es dauert eine Weile, bis die Bilder geladen werden wahrscheinlich. Werden sie nicht, weil ich habe einen Fehler gemacht. Hier sehe ich schon so dieses Protokoll. Also ich habe hier diese Website zwar noch nichts angeklickt, aber hier sehe ich, dass verschiedene Dateien von diesem virtuellen Server an den Browser geschickt werden müssen, zum Beispiel hier CSS-Dateien. Und es gibt auch Fehlermeldungen, No Such File or Directory, und die Fehlermeldungen gehen hier, haben hier einen Zusammenhang mit JPEG-Bildern. Also ich habe was falsch gemacht, ich beende das mit Ctrl-C und mit der Aufwärtstaste kann ich das Kommando wieder, das letzte, was ich geschrieben habe, wieder holen. Und was ich hier noch angeben muss, ist eine Datei, die dafür sorgt, dass dieser Server die Adressen richtig behandelt. Und das heißt Kirby-Router, das wird in diesem Video demonstriert, das ich vorhin erwähnt habe. Und wenn ich das jetzt starte und das neu lade, dann müsste ich auch Bilder sehen. Okay, jetzt geht's. Also das ist dieses fertig bestückte CMS. Es gibt hier eine Navigation und ich kann Einträge anklicken und sehe dann hier verschiedene Seitentypen, verschiedene Layouts. Also quasi eine fertige Website. Und es ist gut so für Demonstrationszwecke, aber wenn du eine Idee hast, wie das aussehen sollte, die davon abweicht, dann ist es vielleicht mühsam, diese vorgefertigte Website zu bearbeiten, und darum gibt es das Plain Kit. Okay, also das funktioniert bei mir hier lokal auf meinem Rechner, und das Ziel ist jetzt, dass ich das hier unter meiner Domain
sehe. Und dazu wird es nötig sein, diese Dateien hier in meinen Webroot-Ordner zu kopieren. Und das mache ich jetzt hier, ohne dass ich es getestet habe. Ich öffne meinen FTP-Client, verbinde mich hier, wenn ich es nicht schon gemacht habe, mit meinem Stammordner auf dem Server, also dieser Webroot, der bei mir TofuTofu heißt. Und hier gibt es bereits Dinge. Dieser Ordner CGI-Bin, ich weiß nicht, wozu er dient. Das ist irgendetwas, was immer da ist und ich lasse es einfach stehen. Aber diese Datei index.html, die lösche ich. Das brauche ich nicht mehr. Und hier nehme ich einfach alle Dateien mit und kopiere das auf meinen Server. Und ich bin sicher, dass in der Dokumentation hier, wenn ich auf Get Kirby gehe, auf Docs und Guide, dass dort drin steht, wie das geht. Get up and running. Irgendwo steht wahrscheinlich, auf was zu achten ist, wenn das auf den Server kommt. Download und Installation wahrscheinlich. Extract the contents of the ZIP-File into your service document root. Okay, das ist eigentlich alles gut. Und da steht noch was von diesem HD-Access, das ich erwähnt habe. When copying files to remote server, make sure to copy diese Datei. Also das ist wichtig, dass die dabei ist. Und das können wir jetzt gleich überprüfen in CyberDuck. Der Datentransfer ist fertig mittlerweile und diese HD-Access-Datei ist mitgekommen. Also wenn alles gut geht, müsste ich jetzt unter dieser Domain etwas sehen. Und es steht: This page is currently offline. We are sorry for the inconvenience and will fix it as soon as possible. Jetzt ist die Frage, was ist passiert? Wahrscheinlich meldet Kirby hier, dass ein Fehler mit der PHP-Version passiert ist. Also es steht hier klein geschrieben. Vielleicht kann ich es vergrößern. Advice for developers and administrators: Change the PHP-Version to 7.3.4 oder 8. 7.4 ist 7.4 wird empfohlen. Jetzt gehe ich hier zurück in meine Server-Administration und prüfe, was die PHP-Version ist. Da steht: PHP-Einstellungen Version 7.2 überholt. Also das ist wahrscheinlich die Wurzel des Übels. Und hier steht: PHP-Unterstützung 7.2. Das habe ich schon vergessen. Ob ich 4 oder 3 brauche, 4 wird empfohlen. Ich gehe auf 4. Und dann gibt es noch weitere Einstellungen, die ich machen kann. Das hat dann damit zu tun, wie große Uploads ich innerhalb des CMS machen darf und so weiter. Und das rühre ich vorerst nicht an. Aber ich klicke hier unten auf OK. Und jetzt dauert es eine Weile. Die Einstellungen wurden aktualisiert. Die Website-Einstellungen werden in 15 Minuten übernommen. Okay, das wäre jetzt ein Grund, dieses Video abzubrechen, aber ich versuche es mal. Aha, das mit den 15 Minuten war gelogen. Es funktioniert. Also, ich habe das Content-Management-System heruntergeladen in meinem Download-Ordner. Mit der Verbindung zum Server, die ich hergestellt habe per FTP, habe ich diese notwendigen Dateien in meinen Webroot-Ordner auf dem Server übertragen. Und wichtig dabei war, dass diese HT-Access-Datei mitkommt, dass der Ordner Starter-Kit Main, dass ich nicht den ganzen Ordner mitnehme, sondern nur die Dateien, die darin sind, und dass diese Dateien in meinen Webroot-Ordner auf den Server kommen.
Wenn ich das alles nochmal lösche. Ein Fehler, der häufig passiert, das dauert jetzt hier eine halbe Minute. Ein Fehler, der häufig passiert, ist, dass dieser ganze Ordner, der das CMS enthält, auf den Server kopiert wird. Und das kann ich vielleicht noch schnell demonstrieren, was dabei das Problem ist. Das dauert immer eine Weile, weil jede Datei einzeln kopiert werden muss. Eleganter wäre natürlich, die ZIP-Datei zu kopieren und es dann erst auf dem Server zu entpacken, aber das ist mit FTP nicht möglich. Soweit ich weiß. Das dauert hier noch einmal eine Weile. Okay, also ich erinnere daran, dass dieser Tofu-Tofu-Ordner der Wurzelordner ist, der mit dem Web verbunden ist. Alles, was da drin ist, ist mit dem Web verbunden. Und wenn ich jetzt den ganzen Ordner hier kopiert habe, dann wird das nicht mehr funktionieren. Sondern ich müsste jetzt hier den Namen dieses Ordners angeben, startkit-main. Und dann habe ich hier zwar meine Website, aber es ist nicht elegant, weil hier dann immer dieser Name steht. Das ist ein Fehler, der nicht mehr so häufig vorkommt, aber immer noch oft passiert. Darum wollte ich das kurz erwähnen, also hier aufpassen. Es ist wichtig, welche Dateien in diesem Wurzelordner auf dem Server drin sind. Im nächsten Video werde ich das wieder löschen und ersetzen mit einem Plain Kit, also mit der Installation des CMS, die noch keinen Blindtext und keine Fotos enthält. Und dann schauen wir, wie wir dieses CMS ein bisschen anpassen können und welche andere Art der Arbeit es gibt, des Datentransfers, eine Art des Datentransfers, die etwas sicherer ist als die mit FTP.